Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was ist Cardano? Nach diesem Video solltest du gelernt haben, was die Begriffe Cardano und ADA bedeuten, was das Projekt Cardano so besonders macht und welchen Nutzen Cardano für dich und andere haben kann. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial aus meiner Serie Kryptos einfach erklärt. Ich bin Miss Krypto und möchte dir heute alles so einfach wie möglich erklären. Du musst dafür kein Profi sein und auch nicht alles zu 100% verstehen. Was ist eigentlich Cardano und was ADA? Cardano ist eine seit 2017 veröffentlichte Plattform, die auf einer Blockchain-Technologie aufgebaut ist. Cardano ist ein Open-Source-Projekt, das heißt, dass der Quellcode öffentlich einsehbar ist und jeder mitwirken kann. Die Gründer hinter diesem Projekt haben sich zum Ziel gesteckt, globale Veränderungen positiv zu beeinflussen. So sollen auch strukturschwache Länder und deren Menschen unterstützt werden, indem sie Zugriff zu bestimmten Strukturen erhalten. Der ADA-Token, kurz ADA, ist dabei die Kryptowährung von Cardano. Die Kryptowährung ist schon seit längerem unter den Top 10 Kryptos aufgelistet und baut seine Marktposition mit einer gigantischen Marktkapitalisierung von aktuell über 45 Milliarden Euro weiterhin aus. Nun, was macht Cardano so besonders? Cardano unterscheidet sich von vielen anderen Blockchain-basierten Projekten dadurch, dass es als erstes Projekt akademische Forschung als Grundlage verwendet. Alle Entwicklungsprozesse durchlaufen dabei einen wissenschaftlichen Peer-Review-Ansatz. Das heißt, Ideen werden also jedes Mal von Kollegen geprüft, bevor sie wieder freigegeben werden. Dadurch kann es vielleicht manchmal länger dauern, neue Prozesse auf der Cardano-Blockchain zu integrieren, doch andererseits soll durch ein stabiles Ökosystem aufgebaut werden, welches auch nachhaltig bestehen bleibt. Nachhaltig bedeutet in diesem Sinne also nicht nur energieeffizient zu sein, sondern auch langfristigen Erfolg zu haben. Denn viele Unternehmen hinter Kryptowährungen haben in der Vergangenheit ihre Existenz wieder aufgeben müssen, weil sie den technischen und auch finanziellen Anforderungen nicht standhalten konnten. Cardano möchte daher aus den Fehlern von den Hunderten von Coins aus der Vergangenheit lernen. Cardano hat sich dazu zu einem internationalen Team unter drei großen Organisationen zusammengeschlossen. Den Namen des Gründers Charles Hoskinson hast du vielleicht schon gehört. Das Team und seine große Community setzen alles daran, das Projekt nach außen hin bekannt zu machen und gemeinsam nach Lösungen für finanzielle und technische Probleme zu arbeiten. Auch die bisherigen mächtigen Kooperationspartner treiben das Projekt voran und verpassen Cardano somit die nötige Akzeptanz auch außerhalb der Kryptoszene. Um einfach mal nur ein paar zu nennen, zählen unter anderem dazu gemeinsame Forschungsarbeit mit der Europäischen Union, Deals mit ganzen Staaten wie Georgien oder Äthiopien sowie auch eine Kooperation mit der deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC. Zusammenfassend lassen sich klare Eigenschaften von Cardano hervorheben. Das ist zum einen die wissenschaftliche Herangehensweise mit weit durchdachten Feedback-Prozessen, das global organisierte Team mit bereits starken Kooperationspartnern und Staaten und zuletzt auch ganz wichtig eine nicht zu unterschätzende Hilfe durch eine starke Gemeinschaft und Community. Nun kommen wir zur Kryptowährung von Cardano. Wie kannst du ADA nutzen? ADA als Kryptowährung von Cardano kann als digitales Zahlungsmittel von jedem Nutzer weltweit und jederzeit verwendet werden. Der Besitz von ADA ermöglicht dir außerdem, am Cardano-Netzwerk teilzunehmen. Du kannst sogar als Teil der Community über Änderungen und Weiterentwicklungen an der Software mit abstimmen. Damit diese Cardano-Blockchain in einem dezentralen System auch ohne Reibereien funktioniert, muss ein bestimmter Mechanismus, das ist der sogenannte Zustimmungsmechanismus oder auch Konsensusmechanismus, durchlaufen werden. Cardano verwendet als eine der größten Blockchains den Mechanismus Proof of Stake. Sehr vereinfacht lässt sich Proof of Stake folgendermaßen erklären für dich. Wenn du ADAs besitzt, nimmst du als ADA-Besitzer auf der Cardano-Blockchain teil. Auf der Blockchain hast du wiederum die Möglichkeit, einen Anteil deiner ADA-Tokens im Netzwerk liegen zu lassen, damit die Sicherheit der Blockchain gewährleistet wird und damit die Blockchain weiterhin korrekt erzeugt werden kann. Für dieses erfolgreiche Staken erhältst du dann eine Belohnung, also ein Reward in Form von ADA-Tokens zurück. Je mehr du an Tokens stakest, desto höher ist auch die Belohnung. So besteht durch Cardano also auch die Möglichkeit, passiv Geld zu verdienen. Mit den aktuellen Weiterentwicklungen kommen noch andere weitere Anwendungen hinzu, sodass der ADA-Token in Zukunft noch viel mehr als eine reine Kryptowährung sein wird. ADA ist dann wie eine Art Wertbon, den du dann gegen Leistungen eintauschen kannst. Cardano bietet dir also, wie du gerade gehört hast, nicht nur dem Einzelnen von uns zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten, auch hat Cardano bereits größere Deals mit ganzen Staaten, wie zum Beispiel Äthiopien, bereits eingetütet. Mit welchen Produkten konnte und kann Cardano auch große Branchen, ja sogar ganze Regierungen überzeugen? Cardano hat sich dabei auf folgende Use Cases konzentriert. Das sind die Bereiche Bildung,
Einzelhandel, Landwirtschaft, Staatsregierung bzw. Politik, Finanzen und das Gesundheitssystem. Also alles Ansätze in Bereichen, in denen es besonders darum geht, soziale und ökonomische Verbesserungen auch in weniger entwickelten Wirtschaftsräumen anzustreben. Um dir einen ersten Eindruck für praktische Anwendungen zu geben, zwei Beispiele dazu noch für dich. Beispiel Nummer 1. Nehmen wir uns den Bereich Landwirtschaft. Da kann Cardano verwendet werden, um Lieferungsketten vom Bauern über Transport und Export bis hin zu über den Händlern zurückzuverfolgen und Produkte zu zertifizieren. Über dieses Produkttracking vereinheitlicht sich der Prozess in der Lieferungskette über alle Mittelsmänner enorm und senkt damit mögliche Betrügereien und Kartellbildungen. Ein zweites Beispiel noch. Für Bereiche der Bildung und die Verwaltung eines Staates müssen derzeit noch kost- und zeitaufwendige Prozesse getätigt werden, um ein Dokument als echt und auch unter den verschiedenen Instanzen anzuerkennen. Mittels eines digitalen Identifizierungsservice kann ein Einzelner oder ein Staat über Cardano seine Qualifikationen und Ausweise weltweit verifizieren lassen und diese Dokumente fälschungssicher aufbewahren. Mein Fazit zu Cardano? Cardano hat sich hohe Ziele hinter einer wunderbaren Vision für eine bessere Welt mit fairen Strukturen gesteckt. Das Projekt möchte ein globales Blockchain-System werden, um Lösungen für möglichst viele Menschen anzubieten. Wenn es Cardano gelingt, dafür weiterhin mit großen Instanzen, aber auch mit der eigenen Community offen zu kommunizieren, dann steckt dahinter einfach ein gigantisches Potenzial. Und durch Cardano wird das öffentliche Vertrauen und Interesse in Projekte hinter Kryptowährungen weiter gestärkt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Du magst vielleicht noch die ein oder andere Frage haben. Wenn ja, so schreib mir einfach einen Kommentar unten drunter. Ich bin auch für jedes Feedback dankbar, um mich weiterhin zu verbessern. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, noch schnell dein Like zu hinterlassen. Um weiterhin spannende Infos zu erhalten, brauchst du einfach nur den Kanal zu abonnieren. Danke für deine Unterstützung. Ich bin Miss Krypto und von Kryptos fasziniert.